Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Virtual DJ 8. Ich hoffe, ihr habt schon das erste Video von mir gesehen, in dem ich euch hier die Grundlagen von Virtual DJ 8 vorstelle und natürlich auch diesen speziellen Skin zeige, den ich hier verwende. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, springt gerne einmal zurück, weil wir können direkt hier einfach mit weitermachen. So versteht ihr die Grundlagen und auch schon die eigenen einzelnen Fenster. In diesem Video möchte ich euch ganz kurz die beiden einzelnen Decks vorstellen, die einzelnen Elemente, die da vorhanden sind, unter anderem auch zum Beispiel den Loopgeber, den Pitchregler und weitere Elemente. Viel Spaß! Wir fangen wieder mit den Basics an, und zwar unten in dem Track-Auswahlfenster könnt ihr euch einfach einen eurer Titel direkt nehmen, mit der Maus anklicken und in das Deck direkt reinziehen, und schon lädt er diesen Titel hier in das Deck mit rein. Oben drüber habt ihr eine große breite Anzeige, in dem der Song dementsprechend angezeigt wird mit den einzelnen Beats. Das heißt, jeder dieser großen Striche, den ihr hier oben seht, ist einer dieser Beats, einer dieser Elemente. Und jeder dieser Beats ist jetzt zum Beispiel ein Bassschlag. Die Anzahl dieser Bassschläge pro Minute wird direkt hier oben links angezeigt. Das sind die sogenannten BPM, die ich euch in dem Tutorial davor schon vorgestellt habe, die Beats per Minute. Direkt hier links in dem blauen Deck, das ist Deck A, habt ihr hier eine Übersicht, euren kompletten Titel oder den kompletten Song nochmal in der kompletten Übersicht mit drin, wie er aufgebaut ist. Das heißt hier die dünneren Elemente, das sind noch die, die nicht so kraftvoll sind bei den dickeren Elementen. Da steckt wirklich Power dahinten, da ist auch der Bass voll dabei. Das sind meistens auch die sogenannten Refrain-Parts. So könnt ihr euch ein bisschen am Song orientieren. Wo sind die Main-Parts, wo sind die Tiefen, welche Elemente oder welchen Teil benutzt man davon, um zum Beispiel später einen anderen Titel da rein zu mixen. Ihr könnt natürlich hier in diesem Titel jederzeit mit der Maus einfach irgendwo reinklicken und dann springt das Element direkt in diesen Teil des Songs hinein. Ihr habt es oben in der Übersicht gesehen, dass der auch direkt einfach mit reingegangen ist. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal in so einen kleineren Bereich mit reingehen, sehen wir hier oben ist auch der Bassbereich ein bisschen ruhiger. Hier sind keine großen Basselemente vorhanden. Wenn wir weiter nach vorne springen und wieder in so einen dickeren Bereich reingehen, sehen wir hier wieder oben in der Übersicht diese kompletten Bassausschläge mit rein, mit 128 Bassschlägen in der Minute. So, jetzt möchte ich euch aber die einzelnen Elemente des linken Decks mal zeigen. Da fangen wir hier ganz oben mit an. Ihr habt natürlich hier in der Übersicht den Interpreten und den Titel, Namen. Eventuell steht hier auch sogar nochmal die Art des Mixes dahinter, je nachdem, was bei euch in den MP3-Dateien oder in den Dateien, die ihr verwendet, hinterlegt ist. Das ist oftmals in die sogenannten ID3-Tags reingeschrieben. Je nachdem, was da drin steht, wird euch natürlich auch direkt hier oben mit angezeigt. Direkt unten drunter habt ihr die sogenannte Elapsed Time. Das ist die Zeit, wie lange der Song schon gelaufen ist, während er abläuft. Rechts daneben die Remain-Zeit, wie lange der Song noch läuft. Also jetzt steht hier eine Insgesamtzeit. Wenn der Song schon gestartet ist, wird hier die Remain-Zeit angezeigt und die Zeit läuft dann einfach rückwärts. Da direkt unten drunter ist die Gain-Anzeige. Wie wir in dem letzten Video gelernt haben, haben wir hier links einen Regler. Das ist der sogenannte Gain-Regler, der Regler für das Eingangssignal. Und wenn ihr jetzt seht, wenn ich hier links dran drehe, verändert sich auch links die Zahl. Die geht nach unten, drehe ich nach rechts, geht sie nach oben. Normalerweise ist das eingestellt beim Start auf einen Wert von 0 dB. Wenn ihr einen neuen Titel reinzieht, egal wie laut der ist, passt Virtual DJ den automatisch auf 0 dB an, sodass Songs natürlich auch gleich laut sind, wenn ihr die in verschiedene Decks mit reinzieht. Das kann man natürlich auch abschalten oder kann das auch manuell um kleine Werte nachregeln. Hier gibt es eine wichtige Regel, die man über Lautstärken oder Dezibelanzeigen wissen sollte, und das heißt, ein Unterschied von 3 Dezibel ist gleich die doppelte Lautstärke. Das sollte man sich einfach mal wichtig merken, daran kann man sich nämlich auch später orientieren.
Rechts neben der Gain-Anzeige ist die sogenannte Key-Anzeige. Das ist die Tonart eines Songs. Das ist normalerweise, wird das verwendet, wenn man zum Beispiel ein Instrument spielt, spielt man verschiedene Tonarten. Das kann man aber natürlich auch auf Musik anwenden. Und viele DJs, gerade im elektronischen Bereich, orientieren sich an Tonarten, um so zum Beispiel noch harmonischer zu mixen. Eine genaue Info dazu findet ihr übrigens in einem anderen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar zum Thema 5 verschiedene Arten DJ-Übergänge zu mixen. Da gehe ich auch auf die Harmonic Key Mixing mit ein wenig mehr im Detail. Also wenn euch das noch ein bisschen genauer interessiert, zieht euch lieber das andere Video rein, weil da gehe ich noch ein bisschen im Detail drauf rein. Hier möchte ich erst nochmal die Grundlagen erklären. Rechts neben dem Key ist dann die sogenannte Pitch-Anzeige. Die steht jetzt hier auf 00. Und die ist hier unten mit dem Regler zu bedienen. Das kennt man vielleicht noch von dem einen oder anderen Schallplattenspieler. Da kann man die Geschwindigkeit des Songs mit regeln. Wie ich euch vorhin erklärt habe, hat jetzt der Song, den ich reingeladen habe, hier 128 BPM. Das heißt, er macht 128 Bassschläge in der Minute. Und ich kann diesen Song jetzt, indem ich diesen Regler bewege, langsamer machen. Dann seht ihr oben, die Zahl geht runter. Und gleichzeitig bewegt sich hier auch diese Pitch-Anzeige und es wird ein Pitch-Regler gezeigt. Jetzt habe ich ihn zum Beispiel auf minus 7 gestellt und oben ist die Geschwindigkeit nicht mehr auf 128 Schläge pro Minute, sondern nur noch auf 119 Schläge pro Minute. Das heißt, der Song ist jetzt um einiges langsamer geworden. Auch die Remain-Zeit hat sich verändert, weil der Song dadurch, dass er langsamer abgespielt wird, natürlich auch länger dauert. Diesen Pitch-Regler kann man natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung verwenden und dann zum Beispiel die Geschwindigkeit erhöhen, von 128 BPM natürlich weiter nach oben. Dadurch wird auch die Remain-Zeit kürzer, weil der Song schneller abgespielt wird und jetzt hat er mehr Schläge in der Minute. Diesen Pitch-Regler braucht man später, wenn man zwei Songs ineinander mixt, damit man die natürlich auf die gleiche Geschwindigkeit anpassen kann. Mittlerweile gibt es da eine elektronische Methode für, auf die möchte ich später auch gerne eingehen, aber früher, als es die noch nicht gab, sondern bei Schallplattenspielern, hat man diesen Pitch-Regler hier manuell noch bewegen müssen und hat das wirklich per Gehör gemacht und zwei Songs per Gehör ineinander gemixt. Direkt unter dem Pitch haben wir jetzt hier den großen Bereich. Ihr seht hier jetzt ein großes Rad oder ein großer Kreis mit drin. Das ist das sogenannte Jog Wheel, so nennt sich das. Das hat nicht nur DJ Software, das haben auch viele Controller oder CD-Player, mit denen man arbeitet. Und mit denen kann man ganz klassisch wie auf einem Schallplattenspieler den einfach mal bewegen. Und ihr merkt, ich ziehe den jetzt oben immer. Wenn ihr das oben in dieser blauen Übersicht seht, immer über einen Bass drüber. Und dann hört ihr natürlich diesen Ton, diesen Bassschlag, über den ich hier drüber gehe. Dieses Jogwheel kann man natürlich genau verwenden, um jetzt zum Beispiel oben die Anzeige direkt vor einen Bassschlag zum Beispiel zu setzen, dass wenn wir den Song starten, jetzt direkt hier mit dem ersten Bassschlag starten würden. Also der ist so für die sogenannte Feinjustierung gedacht. Da gehe ich aber gerne ein bisschen später nochmal näher drauf ein. So, direkt links neben diesem großen Jogwheel haben wir eine sogenannte Cue-Taste und darunter eine Play-Pause-Taste. Mit der Play-Pause-Taste starten wir natürlich den Song. Da könnt ihr einfach mal drauf drücken. Auch gerne per Lautstärkeregler einfach mal ein bisschen lauter machen. Und wenn ihr hier auch einfach nochmal drauf drückt, pausiert der Song. Einfach mittendrin drückt ihr nochmal drauf, geht er natürlich einfach weiter. Die Cue-Taste macht dann wieder was ganz anderes, während der Song läuft. Und ihr drückt drauf, dann springt der Song ganz an den Anfang zurück, weil da der sogenannte erste Cue-Punkt liegt, dann geht der Song an den Start zurück. Ganz anders ist es, wenn ihr einen Song laufen lasst und jetzt zum Beispiel mittendrin pausiert und jetzt auf die Cue-Taste einfach drückt, dann setzt ihr hier oben, da ist jetzt so ein kleines blaues Häkchen, ich tue den jetzt mal ein Stück nach rechts hin, dann seht ihr hier dieses kleine blaue Häkchen. Jetzt hat er da einen sogenannten Cue-Punkt hingesetzt. Und das heißt, wenn ihr jetzt auf Play drückt und danach auf Cue, springt ihr direkt zurück
zu diesem blauen Häkchen, was ihr vorhin gesetzt habt. So könnt ihr euch zum Beispiel gewisse Punkte in Liedern hinsetzen, zu denen ihr später zum Beispiel mal zurückspringen könntet oder zurückspringen könntet. Später gibt es noch sogenannte Hotcues, die zeige ich euch noch. Da könnt ihr mehrere dieser Punkte in einem Lied hinsetzen, um zum Beispiel für spätere Arrangements jederzeit daraufhin zurückzuspringen. Das sind übrigens auch Cue-Punkte, die werden dauerhaft gespeichert, sodass ihr, wenn ihr auch in 5 Jahren nochmal wieder auf einen dieser Songs, wo ihr so einen Cue-Punkt gesetzt habt, zurückspringt, auch wieder diese Cue-Punkte verwenden könnt. Im Regelfall ist es auch so, wenn man einen dieser Cue-Punkte setzt, dann setzt man ihn am besten genau vor so einen Bassschlag. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, kann man das jetzt per Feinjustierung machen und einfach entweder das Jogwheel zum Beispiel bewegen oder man nimmt oben einfach mal dieses Teil und zieht dieses von rechts nach links, sodass hier der weiße Balken, das ist immer die Gegenwart, also die momentane Situation, direkt vor so einen Bassschlag hinsetzt und jetzt auf den Cue-Punkt drückt. Und dann hat er genau diesen Cue-Punkt vor einen Bassschlag gesetzt. Und wenn er jetzt auf Play drückt, fängt er auch mit einem dieser Bassschläge an. Auf Cue setzt er wieder zurück. Auf Play fängt er direkt wieder mit einem Bassschlag an. Der nächste Bereich, den ich euch zeigen möchte, ist hier oben der sogenannte Loop-Bereich. Da steht standardmäßig eine 4 drin, man hat einen Pfeil links, einen Pfeil rechts. Wenn man jetzt auf rechts geht, hat man eine Zahl von 8 drin stehen, 16, 32. Aber was bedeuten diese Zahlen? Und zwar ist es folgendermaßen, ein Loop kann man setzen, wenn ich da jetzt zum Beispiel drauf drücke, seht ihr, der hat hier oben jetzt ein kleines Feld markiert. Und in diesem Feld sind 4 Bassschläge drin. 1, 2, 3, 4. Würde ich jetzt zum Beispiel auf 8 gehen, markiert er 8 Bassschläge. Und diese 8 Bassschläge, wenn ihr jetzt auf Play drückt, wiederholen sich immer und immer wieder. Das könnt ihr mit Cue natürlich auch einfach beenden und auch den Loop zum Beispiel wieder entfernen. Wieder anmachen, kleiner machen, größer machen und da kann man Zahlen reinmachen. Wie gesagt, bis zu 64 Beats kann man da einfach mit reinlegen. Oftmals, gerade für Anfänger, ist es ratsam, sich zum Beispiel auf 4 oder 8 Loops zu beschränken, weil man hier am besten oder am einfachsten mitarbeiten kann. Wozu braucht man diese Loops überhaupt? Loops setzt man zum Beispiel in gewissen Elementen in Liedern drin, die sich wiederholen, damit man einen anderen Song da einfach nahtlos mit reinmixen kann, ohne dass irgendwelche anderen Elemente, die ja später in einem Song immer noch mit dazukommen, einfach mit reinkommen. Oder wenn man zum Beispiel als mobiler DJ, wie ich unterwegs bin, oftmals nur Radio-Edits spielt, weil die für Gäste einfach am bekanntesten sind, setzt man am Anfang des Liedes, wenn sich zum Beispiel mehrere Bässe oder Beats wiederholen, ein kleines Loop rein, weil dann hat man ja nicht so lange Elemente wie in einem Clubmix drin und lässt dann einfach diese 4 Elemente immer wieder wiederholen, während man einen anderen Song zum Beispiel reinmixt oder diesen Song in einen anderen Song reinmixt. Das hier natürlich dann auch einfach gerne wieder ausmachen und links neben dem Autoloop-Bereich ist der sogenannte Effektbereich. Jede DJ-Software arbeitet mittlerweile mit verschiedenen Effekten. Hier könnt ihr auch gerne einfach mal draufklicken, dann kriegt ihr ein kleines Dropdown-Menü. Da sind viele verschiedene Effekte schon hinterlegt. Da komme ich in einem anderen Video, gehe ich da näher drauf ein, weil da braucht man wirklich ein bisschen Zeit, ein bisschen Erklärung und aktuell befinden wir uns noch in den Grundlagen. So, direkt unter diesem Effektbereich gibt es jetzt diese sogenannten Hot Cues. Hier steht mit dabei A, B oder C und das ist, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, dasselbe wie diese Cue-Taste hier vorne, nur dass ihr zum Beispiel jetzt einfach mal während den Songs, ich klicke jetzt einfach mal hier so nahtlos in den Song rein, wir spulen weiter nach vorne und können jetzt hier zum Beispiel auf A drücken und dann seht ihr hier oben, er hat schon wieder einen dieser Pfeile gesetzt und direkt daneben geschrieben Q1 und das heißt, diese Taste ist jetzt immer hier oben belegt und wenn wir da drauf drücken, dann startet er diesen Song genau von diesem Part aus, den ich gerade gesetzt habe. Und das heißt, wenn wir da nochmal drauf drücken, würde er jetzt zurückspringen und direkt ab diesem Punkt nochmal beginnen. Das machen wir jetzt mal. Da könnt ihr wirklich so oft drauf drücken, wie ihr möchtet. Und er startet dann immer wieder von demselben Part mit Cue.
stoppt mal das ganze Video und springt zu diesem Teil zurück. Und da könnt ihr euch zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, gewisse Punkte in einem Song markieren, ab dem ihr dann starten möchtet. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in dem Song und ich klicke mal woanders mit rein. Und hier können wir jetzt zum Beispiel einen B-Punkt setzen. Zack, und jetzt steht hier oben Q2 mit dabei. Und das heißt, wenn wir jetzt auf B drücken, startet er ab diesem Punkt B. Und wie gesagt, immer wieder, wenn ihr drauf drückt, würde ihr immer wieder vom B starten. Das kann man natürlich auch so lange machen mit den Hotkeys, wie man möchte. Man kann mal von A starten. Dann kann man mal direkt von B starten. Das kann man auch direkt miteinander kombinieren. Und wie gesagt, ihr könnt da mehrere Cue-Punkte setzen. C habe ich jetzt noch nicht belegt, aber auch da können wir zum Beispiel jetzt einfach mal mitten in den Song reinklicken, auf C klicken und jetzt haben wir noch einen dritten Cue-Punkt gesetzt. Das braucht man später, wie gesagt, wenn man sich mit seiner Musik befasst und die einigermaßen sortiert und sogenannte Cue-Punkte setzt, um dann zu sagen, ab da starte ich regelmäßig meinen Übergang. Dafür sind die Dinger wirklich ideal gedacht. Direkt unten drunter, unter diesen Hotkeys, ist der sogenannte Sampler-Bereich. Mittlerweile kann man in DJ-Softwaren auch solche Effekte, Samples, Basslines oder sonstige Sachen einfach drin verwenden, für die man früher noch ein separates Effektgerät gebraucht hat. Ihr kennt das bestimmt, es gibt so Launchpads mit so einzelnen Tasten, wo man sich zum Beispiel verschiedene Effekte oder Instrumente drauflegen kann. Und wenn man da drauf drückt, dann spielt er die einfach ab. Und das ist hier genau dasselbe drin. Und man hat jetzt hier zum Beispiel drei Sachen mit drin. Die kann man aber auch individualisieren, indem man einfach ganz unten rechts, ich zeige das mal da, wo noch Sidelist stand, unten rechts in dem Fenster, unten drunter habt ihr so ein kleines Feld, da sind sechs Kästchen drauf, da klickt ihr einfach mal drauf. Gerne jetzt hier oben rechts nochmal, genau, und jetzt müsstet ihr hier verschiedene Elemente haben, einmal in Rot, einmal in Blau und einmal in Gelb. Und das sind jetzt genau dieselben, wie sie hier in dem Sampler-Bereich mit drin sind. Sampler kann man nutzen, um zum Beispiel verschiedene Effekte unter gewisse Songs drunter zu legen. Wozu man das nutzt, da existiert auch schon ein anderes YouTube-Video drüber. Das nennt sich, wie man Gäste am Tanzen hält. Und da zeige ich euch im Detail, wie ich die verwende, für was man die ideal nutzen kann. Weil auch das ist ein eigenes Video. Wenn ich das jetzt noch mehr erklären würde, würde es zu viel Zeit beanspruchen. Also wenn du dich für die Sampler-Effekte interessierst, spring mal rüber auf das andere Video, guck es dir an und dann hast du auch über die Sampler-Effekte ein bisschen was gelernt. Ja, Freunde, das war es schon in diesem Video, in dem ich euch mal zeigen wollte, was sind die einzelnen Elemente der DJ-Decks, was ist wichtig, worauf muss man achten und für was ist welcher Knopf da. Wenn ihr davon irgendwas nicht verstanden habt oder Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare hier unten mit rein. Wenn ich sie sehe, beantworte ich sie gerne. Ansonsten, wenn dir dieses Video geholfen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben und wenn du weitere Videos dieser Art sehen willst, abonniere doch meinen YouTube-Kanal direkt hier oben rechts. Da wirst du über jedes neue Video informiert und kannst dich als DJ ein wenig weiterbilden. Ich danke dir, vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, der Mike.